Hallo und herzlich willkommen bei Vivat Vinum. Diese Sendung wird eindeutig von DAC-Weinen dominiert, was das heißt? Distriktus Austria Controllatus. Diese Bezeichnung garantiert die hohe Qualität und die Herkunft der Weine. Im Burgenland gibt es seit neun zwei neue DACs, die wir Ihnen natürlich in dieser Sendung auch präsentieren werden. Vorerst aber begleiten Sie uns zur Präsentation des Mittelburgenland DAC. Das Blaufränkischland war das erste Weinbaugebiet Burgenlands, das den Schritt zum DAC wagte. Unter dem Begriff Mittelburgenland DAC baut man seither reinsortige Blaufränkisch von höchster Qualität aus. Das DAC war auf alle Fälle ein richtiger Schritt, und zwar aus dem Grund, dass wir auch die kleineren Winzer dazu mobilisieren, auch gute Qualität zu produzieren und die dann unter dem Namen Mittelburgenland auch verkauft werden darf. Interessant ist, wir haben 2100 Hektar Rebfläche und es ist 70% mit Blaufränkisch bepflanzt. Das ist einzigartig und unverwechselbar. Das kann niemand und hat niemand auf der ganzen Welt eine Sorte so massiv angebaut. Das haben wir natürlich vor Ort ausgekundschaftet und dem Mittelburgenland einen Besuch abgestattet. Neben der reizvollen Landschaft sind uns vor allem auch die architektonisch einmaligen Weingüter aufgefallen. Während die einen von Tradition geprägt altes Gemäuer renoviert haben, haben andere neue Weingüter direkt in die Weingärten gebaut. Sehenswert sind sie allesamt und unbedingt einen Besuch wert. Welche Weine Sie dort demnächst erwarten, haben wir bei der Erstpräsentation des heurigen Mittelburgenland DAC in der Hofburg in Wien erfahren. Wir verkosten heute die Blaufränkisch DAC Weine, Klassik. Da kommt dann schon der gute Jahrgang 2009, der schon sehr euphorisch erwartet wird. Dann die Lagenweine, hauptsächlich Jahrgang 2008. Und dann die Reserveweine 2007 und unter Umständen 8 und auch älter. Gerade der heurige Jahrgang 2009 und 2008, die hier präsentiert werden, sind wirklich ganz typische, klassische, blaufränkische, genau das, was DAC darstellen soll, nämlich einen typischen Weinvertreter des Gebietes zu sein. Neu beim Mittelburgenland DAC ist, dass der Zeitpunkt der Erstvermarktung nach hinten versetzt wurde. Somit kommt der Klassik jetzt nach einer fast einjährigen Reifezeit immer am 1. August auf den Markt und die Lagenweine am 1. Oktober. Und das wissen natürlich auch die Weinfreunde zu schätzen. Es dominiert weder das Fass, das Holz, noch irgendwelche Säuren. Es ist wirklich ein ausgewogener Wein. Wir brauchen uns überhaupt nicht mehr genieren, weder vor Franzosen, Italienern oder sonstiges. Es stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut. Ich finde, da ist Würze drin, da ist sowohl Struktur, aber auch feine Mineralik drin, die auch international sehr gut rauskommen können. Mir schmecken die Weine sehr gut. Ja. Ich bin jetzt einmal bei 4 verschiedenen Rennen gewesen. Wir diskutieren gerade, welcher jetzt der beste wäre, aber bis jetzt sind wir noch zu keinem Schluss gekommen. Sie sind alle sehr gut. Ja. Der Mittelburgenland DAC ist offensichtlich wieder ganz hervorragend gelungen. Professor Walter Kutscher hat ihn natürlich auch schon verkostet. Was ist Ihnen denn dabei aufgefallen? Also der Jahrgang 2009 bei den Klassikweinen ist wirklich grandios gelungen. Es war wirklich ein fantastischer Jahrgang. Ein September, Oktober ohne Regen, man konnte sich Zeit lassen, die Trauben waren reif. Also die Klassikweine, die spiegeln das bereits wieder. Ein bisschen Trinkfluss kommt dazu mit etwas Restsäure und dazu eben diese Reife, die dann die Sortentypizität ergibt, nämlich Kirsch, Weichsel, Beeren, etwas Brombeeren und dann eben auch noch zimtige Würze, wie es der Blaufränkisch eben aufweist. Was halten Sie von der Veranstaltung? Also großartig, was hier geboten wird. Der Blaufränkisch, das ist der Hero, der steht im Mittelpunkt und natürlich die Schöpfer, die Winzerinnen und Winzer. Und da haben wir wirklich die große Möglichkeit, das Mittelburgenland mit allen DAC-Weinen zu verkosten. Ja, der Blaufränkisch dominiert nicht nur den Mittelburgenland DAC, er ist auch wichtiger Bestandteil der zwei neuen DACs im Burgenland. Begleiten Sie uns jetzt zum großen Debüt von Leiterberg DAC und Eisenberg DAC. Seit dem 1. September 2010 gibt es offiziell zwei neue DACs in Österreich und beide im Burgenland. Vorgestellt wurden sie gemeinsam bei einer Verkostung in Wien unter dem Motto Leiterberg meets Eisenberg.
Freuen Sie sich, dass Sie heute gleich zwei DRC-Weine aus dem Burgenland aus der Taufe heben durften? Ja, natürlich. Also, wenn man bedenkt, wie viel Vorbereitungsarbeit dahinter steckt, wie viel Ehrgeiz von uns, von den Winzern und von allen Beteiligten hineingesteckt worden sind, dann ist das natürlich eine große Erleichterung, aber auch eine riesige Freude, hier heute diese beiden Weine präsentieren zu dürfen. Wir widmen uns vorerst dem Leiterberg DRC und fragen nach den zugelassenen Sorten vom Leiterberg. Die Weine sind im Weißweinbereich der grüne Veltliner und die Burgundersorten, Weißburgunder, Chardonnay, Neuburger, und beim Rotwein der Blaufränkisch. Das sind die typischen Weine, die auf Kalk oder auf Schiefer optimal gedeihen. Die geben bei uns wirklich die höchsten Qualitäten ab. Welcher Jahrgang ist das, den Sie jetzt hier präsentieren? Also bei den Weißweinen ist es der Jahrgang 2009. Der ist jetzt ein Jahr quasi nach der Ernte, darf er verkauft werden, am 1. September des auf die Ernte folgenden Jahres. Und beim Rotwein ist es ein Jahr länger. Das heißt, wir haben jetzt bei Rotwein den Jahrgang 2008 im Verkauf. Ich habe einige Leiterbergweine schon verkostet, finde sie sehr spannend, sehr interessant, sehr gut natürlich. Wenn die mal ein paar Jahre gereift sind, wunderbar. Ich bin begeistert davon, ausgezeichnet, schmeckt sehr gut. Und auch da gibt es jetzt gute Weißweine. DRC ist ein klares Qualitätssignal. Man sieht es am heutigen Besuch, es sind sehr viele Interessierte da, die einmal in die zwei neuen DRCs hineinschnuppern wollen. Das haben wir vor Ort getan und den Leiterberg selbst besucht. Wir sind hier in Joyce, am Beginn des Leitergebirges bzw. am östlichsten Ausläufer der Alpen. Ja, wir haben sehr vielschichtige Böden und auch ein ganz außergewöhnliches Klima durch den Wald bzw. durch den Neusiedlersee. Der Wald kühlt am Tag ab und der Neusiedlersee wärmt in der Nacht das Gebiet auf. Dadurch können dann die Reben ganz außergewöhnlich gut reifen. Wir sind in der Reservekategorie, das heißt, wir produzieren unsere Weine sehr naturnah mit Naturhefe. Dadurch werden sie sehr feingliedrig, elegant im Geschmack und widerspiegeln den Boden optimal dadurch. Das Leitergebirge ist als Weinanbaugebiet einmalig. Die Nähe des Neusiedlersees sorgt auch im Herbst noch für milde Temperaturen. Beste Voraussetzungen also, um die letzten Sonnentage bei einem Ausflug ins Nordburgenland zu genießen. Die Weinvielfalt im Burgenland ist wirklich beeindruckend. Beim Rotwein scheint aber doch eindeutig der Blaufränkisch die Nase vorn zu haben. Er kommt ja auch schließlich in allen drei DRCs vor. Stellt sich nur noch die Frage, schmeckt er denn wirklich aus jedem dieser DRC-Gebiete anders? Ja, der Unterschied ist nicht diametral. Aber es sind doch gewisse Dinge, die jeweiligen DRC-Weine prägen. Im Mittelburgenland, haben wir gehört, ist ja doch eine gewisse Bandbreite vom Klassik bis zur Reserve. Aber die gemeinsame Klammer ist eben der Boden, das ist der Lehmboden, die diese Würze in die Weine zaubert. Und beim Leiterberg DRC? Ja, da muss er nicht einmal 100% blaufränkisch sein. Da dürfen auch 15%, wie es das EU-Recht vorsieht, andere Sorten, zum Beispiel Pinot Noir oder St. Laurent dabei sein. Kalk und Schiefer, das sind hier die Böden, die natürlich auch den Wein bestimmen und manchmal schon eine gewisse Härte in den Wein hineinbringen, aber trotzdem eine elegante Würze dann auch im Hintergrund führen. Beim Leiterberg DRC gibt es ja aber auch ganz hervorragende Weißweine. Ja, beim Leiterberg haben wir Weiß und Rot, beides in der eher kräftigeren Kategorie, ohne dass Reserve draufsteht. Beim Weißwein, da können es mehrere Sorten sein, es kann reinsortig sein. Nicht die Sorte oder die Sorten stehen da im Vordergrund, sondern der Weintyp. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in den Süden des Burgenlands zum Eisenberg DRC. Wie schmeckt denn der Blaufränkisch dort? Der Eisenberg, das ist unser mineralischer Berg in ganz Österreich. Also das, was wir an Mineralität in den Weinen spüren, was der Blaufränkisch am besten transportieren kann, das ist im Eisenberg ein Kinderspiel. Restsäure ist fast immer hier, Kraft mit Eleganz gepaart, aber einem Trinkfluss. Und ja, die Tannine sind in jedem Fall fordernd. Und diese Summe ergibt dann diesen Eisenberg DRC. Na dann freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Sendung, denn dort besuchen wir das Südburgenland, um zu sehen, was im Eisenberg DRC alles steckt. Ja, wenn Sie diese oder andere Folgen von Vivat Vinum nochmal in Ruhe sehen wollen, besuchen Sie unsere Website vivatvinum.tv. Ich freue mich auf Sie. Bis dann.